John Pierpont Morgan, Bankier, 1856 bis 1857, Wiener Straße 63. J.P. Morgan. John Pierpont Morgan, besser bekannt als J.P. Morgan, geboren am 17. April 1837 in Hartford, Connecticut, gestorben am 31. März 1913 in Rom, Italien, war ein US-amerikanischer Unternehmer und der einflussreichste Bankier seiner Zeit. Biografie: Morgan war der Sohn des Bankiers und Finanziers Junius Spencer Morgan 1813 bis 1890 und dessen Frau Juliet Pierpont 1816 bis 1884, Tochter eines Anwalts und Lehrers. Er begann 1856 sein Studium an der Georg-August-Universität in Göttingen und war seit 1857 im Bankgewerbe tätig. Seit 1860 arbeitete er bei Drexel Morgan & Co. in New York City. Für den Sezessionskrieg wurde er nach einer Zahlung einer 300-Dollar-Gebühr nicht eingezogen. Seit 1871 war er selbstständig durch die Gründung eines nach ihm selbst benannten, ab 1895 als J.P. Morgan & Co. firmierenden Bankhauses, das vor allem marode Eisenbahnlinien erwarb und sanierte. 1901 gründete Morgan dann durch mehrere Fusionen den Stahltrust United States Steel Corporation, die damals größte Aktiengesellschaft der Welt. Neben den Einnahmen aus dem Wertpapierverkauf mehrte Morgan sein Vermögen auch, indem er für die Fusionen 150 Millionen Dollar als Verhandlungsgebühr für sich beanspruchte. Um den Trust zu schützen, wurde 1902 noch ein auch englische Linien akquirierender Schifffahrtstrust, die International Mercantile Marine Company, unter Beteiligung deutscher Reedereien gegründet. 1903 investierte er in die junge Automobilindustrie, als er zwei Drittel des Aktienkapitals der Maxwell Briscoe Motor Company beisteuerte. Die Firma wurde drittgrößter Hersteller in den USA und später die Basis für die Chrysler Corporation. Morgan legte nach eigener Aussage und Angabe von Zeitungen bei seinen Geschäften großen Wert auf Stabilität und Vorhersagbarkeit der Bedingungen. Mehrmals griff er dazu auch in die Staatsfinanzen ein. 1895 und 1907 kaufte er als Anführer von Investorgruppen größere Mengen an Staatsanleihen und rettete die USA dadurch vor dem Staatsbankrott. Zugleich konnte er die Staatsanleihen gewinnbringend weiterverkaufen. 1912 wurde ein Prozess gegen ihn wegen fragwürdiger Finanzgeschäfte geführt. Zwar wurde er freigesprochen, doch gelangte im Zuge der Verhandlungen der gesamte Umfang seines inzwischen gigantischen Firmenimperiums an die Öffentlichkeit. Bis zu seinem Tod weitete Morgan seine Geschäftsaktivitäten über die Branchen Eisenbahn, Bankwesen, Schifffahrt hinaus auch auf die Telekommunikations- und Elektroindustrie aus. So kontrollierte Morgans Unternehmen 1901 zum Beispiel die Hälfte des Streckennetzes der Eisenbahn und zwei Drittel der Stahlproduktion in den USA. J.P. Morgan litt unter einer von Rosacea entstellten Nase und galt daher als recht scheuer Mensch. Er lebte in New York in einer Villa an der Madison Avenue 219 im Bezirk Murray Hill. In der mit schwarzem Maragoni ausgekleideten Black Library des Hauses wurden eine der wichtigsten Entscheidungen des frühen 20. Jahrhunderts für New York wie für die USA getroffen. Die J.P. Morgan & Co. war immerhin im Investmentbanking tätig und finanzierte diverse Zusammenschlüsse von Unternehmen, unter anderem der General Electric Company. Er beteiligte sich an diversen Eisenbahnlinien in den USA. 1899 wurden die ersten europäischen Anleihen am US-Markt eingeführt. Das Bankhaus selbst fusionierte 2000 mit der Manhattan Case Bank. John Pierpont Morgan ist der Neffe von James Lord Pierpont, dem Komponisten des Weihnachtslieds Jingle Bells. Sein Sohn John Pierpont Morgan Jr. führte sein Firmenimperium weiter.